Also, sogar höflich fragt. Ne, ich habe die Dame höflich angesprochen, ich habe sogar ihm zugenickt und dabei, also ihrem Freund, der daneben stand, höflich zugenickt und gesagt, darf ich mal kurz? Dann die Jacke aufgemacht, gesagt, das sind hübsche Brüste. Und dabei wollte der mich aufs Maul hauen. Ich weiß gar nicht, was ist denn mit dem los? Keine Ahnung. Seine Freundin war auf einer Schwankung zwischen finde ich gut und ich fühle mich belästigt. Nee, die hat das nur vorgespielt. Das kann gut sein. Eigentlich war das nur, ich finde es gut. Wahrscheinlich. Deli hat mich abgewiesen. Was? Wobei? Er hat mich abgewiesen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, ich habe dich nicht abgewiesen. Das ist das Gleiche. Was wollt ihr tun? Ich habe Angst. Schlimme Dinge. Ah, okay. Ist das in-game? Schmutzige Dinge. Ist das in-game? Nein. Na, dann mach's easy. Haut rein. Gut. Das Problem ist, du bist halt so weit weg. Da funktioniert das halt nicht so schnell. Beim nächsten Mal. Kein Ding. Gut. Die White Russian spielt heute mit Hans Geißler. Möchtest du dich kurz vorstellen? Nein. Okay. So. Und dann... Bin ich hier der Einzige, der seinen Namen fast richtig hat? Verdammt, auch nicht. Ich habe meinen Namen richtig. Bin ich die Einzige, die ihren Namen hier richtig hat? Hey. Um beim Thema zu bleiben. Genau. Boah, der hat seinen Namen richtig. Ja. Das ist geschrieben. Wir sind beim Thema. Das ist der Grund, warum ich die Intro jetzt immer alleine mache. Nein, ist es nicht. Liebstes, wenn wir das tun. Ja. Wir sind schon wieder im Intro, auch verdammt. Ja, das wird jetzt, das ist jetzt der Schied. Ach so. Und zwar die Eskalation der Folge 4. Ich da können wir nichts für. Um euch zu rechtfertigen. Wir können nichts dafür. Das war purer Spielleiter-Willkür, das war so gewollt. Mhm. Ich finde, das reicht, oder? Niemand hat sich gezwungen, da so viele Typen hinzustellen. Niemand. Genau. Was können wir dafür, dass da Typen sind, die eine Frau vergewaltigen? Okay, das Ding Mädchen. Ist, weißt du, das ist doch so. Ich bin wenn du einem tobenden, wenn du dich einem tobenden Wildschwein mit schlechter Laune in den Weg stellst. Und kabern, dann kannst du damit rechnen, über den Haufen gerannt zu werden. Alles klar. Nun ist es so. Ich habe ja die Folge geschnitten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass am Anfang, als ich irgendwie wieder pinkelen war oder so, von euch kam, ey, sag mal, wollen wir heute richtig was zerficken? Und der andere von euch beiden, ey, Alter, wir zerhacken heute einfach alles. Wir suchen uns jetzt einfach irgendwas. Machen wir's kaputt. Wieso ich hast glaube, du ich das denn das nicht rausgeschnitten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das rausgeschnitten habe. Ich hoffe, du hast das rausgeschnitten. Es kann sein. Die In-Time-Rechtfertigung dafür ist selbstverständlich, dass die Charaktere einfach echt beschissen drauf waren. Mhm, und irgendwer irgendwie darunter leiden musste. Alles klar, aber... Und dann kamen diese beschissenen Pinner und haben Frauen vergewaltigt. Ich bitte dich, das ist nicht Hey, sie nett. Haben ihren Tribut eingefordert. Nicht nett. Aber nee, es ist aber nett, dann einfach sowas alles tut zu man nicht. Ja, in solchen Zeiten leben wir jetzt. Dinge passieren. Das ist aktive Sterbehilfe. Hm. Und sag mal, bei der Rundengründung war doch Jojo aktive auch einer der lautesten, die schrie, ich will aber keine Schnetzelrunde, ich will, dass es ja ein bisschen gesittet wird und nicht immer dieses Zerhacke und einfach Zeichen, ich habe die dickste Kanone, das geht mal so aufs Schwein, Junge. Mal ein bisschen Schönchat dran mit Fluff und so, das kann man machen, ne? Was du das machen früher, wir ja ne? auch. Das machen wir auch. Viel. Aha. Wir hacken uns wieder mal. Ah. Und dann aber lässt du uns nicht mal.
Weißt du, und danach macht er sich permanent darüber lustig, dass wir einmal einen Abend dumm waren. Dass wir einmal einen Abend beschissene Powergamer-Shadowrunner waren, deren einziges Ziel es war, irgendwo reinzurennen und irgendwas zu zerschießen. Ja, und das hat nicht mal geklappt. Aber zu eurer Verteidigung, wir sind keine Powergamer. Stimmt, wir sind keine Powergamer. Das war vielleicht das Problem, sonst hätten wir es nicht geschafft. Der Standard-Shadowrunner hatte einfach alle getötet. Alleine. Der Standard-Shadowrunner hätte alle alleine getötet. So, nicht mal das können wir. So, das bedeutet, du, liebster Spielleiter, machst dich die ganze Zeit darüber lustig, dass wir uns einmal anpassen. Einmal befriedigen wir das Shadowrun-Spiel von vielen. So, einmal spielen wir dieses Spiel von vielen. Das klingt toll arrogant, aber das ist egal. Das passt jetzt gerade in meine Tirade. und dann lässt du uns nicht mal. Du lässt uns nicht mal. Ich hab euch irgendwie gelassen. An die Norm. Nein, du machst dich die ganze Zeit darüber lustig. Weißt du, was ich. Kaman, weißt du eigentlich, was ich mir die ganze Zeit anhören durfte? Fürchterlich. Fürchterlich. Deswegen wohne ich weit weg. Ja, ich möchte auch jetzt wieder weiter weg wohnen. Das geht einfach nicht. Und die ganze Zeit. Und dann. Ah! Mhm, okay. Ja. Also das ist das ist total unfreundlich von dir und ja, das mussten wir einfach mal diese Kritik an unseren Spielleiter mussten wir mal loswerden. Okay, danke. Das ist irgendwie anders ausgegangen, als ich wollte. Aber was und haben die wir vielen Male, die du dumm warst, ne? Hey. Ja. Es steht auf dem Rezept, Trolli ist da ja älste. Ich hab's hier neu gelesen. Ja, also. Das Rezept ist gefälscht. Da steht 33,3% Jojo, denselben Anteil Kaban und dann so viel Trolli wie geht, weil der Geiste. Ich wollte gerade. Nee, was haben wir aber draus gefälscht. Gelernt? Gefälscht! Wir haben draus gelernt. Gefälscht! Erstens, gefälscht. Kaban ist sterblich. Nein, das ist eine Lüge. Er kann zumindest verletzt werden. Nein, das war nur für den Schein. Das war so, nicht echt. Der das Bait! Es war eigentlich nur, damit du auch mein Erfolgserlebnis hast. Okay, und dann haben wir gelernt... Ich habe mich quasi selber geschossen. In den Fuß. Genau. Jojo ist entweder am Leben oder instant tot. Das ist voll witzig. Sie hatte so einen Schalter. Tot oder lebendig. Ja. Richtig, das Wenn ist der große rote Knopf. Wenn du nicht allem bist du direkt tot. Und jetzt muss ich mal sagen, ne? Dieser Abend, dieser wunderbare Abend, liebster Spielleiter, hat dir viele Ohrwürmer verpasst. Hat dir Freude bereitet, hat dir deinen Namen gegeben. Trollballerina? Nein, Pigeon Shaman. So wie du dich gerade im Teamspeak nennst. Er hat dir deinen Namen gegeben. Und wenn ich noch ein Wort darüber höre, wie unglaublich dumm wir gewesen sind, und ja, dumm. Das waren wir ganz nebenbei, aber. Bisschen nur. Dann werde ich mir etwas einfallen lassen, das dir den Spaß an diesem Namen oder am Pigeon-Shaming verdirbt. Das können wir ja heute machen, quasi, wo wir die neue Folge aufnehmen. Da ist der Pigeon-Shaming ja. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich finde ich das nämlich auch witzig. Das mache ich nur, wenn der Spielleiter sich nicht benimmt. Die beiden haben sicherlich aus einer emotionalen Aufwiegelung heraus und dem ewig geltenden Hass der Nazis, der ja ein berechtigter Hass ist, absolut das Richtige getan. Sie haben versucht, eine junge Frau zu retten, die dann natürlich im Kanonensperrfeuer gestorben ist. Und haben sich prinzipiell richtig verhalten. Ich empfehle allen Runden, so einen Spielstil auch irgendwie zu... den Spielern empfehle ich, dass die so einen Spielstil irgendwie noch vorantreiben, damit mehr dieser Dinge passieren können. Seid ihr jetzt zufrieden? Damit mehr arme junge Frauen gerettet werden. Aber ja. Die von Spielleitern in komische Situationen gebracht werden, wohlgemerkt. Genau, da können wir nämlich gar nichts für. Das stimmt. Viel Spaß und bleibt geil. Also, wie ich bereits mir dachte, gesagt zu haben. Haben wir gewonnen? Narben, Schmerzen, ja. Stöhnen und sowas habt ihr tatsächlich gewonnen. Ah ja, es gibt mehr Zeitungen, ein paar Berichte über den fliegenden Ork-Tauben-Schamanen. Der da ja schön ausgerastet ist irgendwie. Ja, stimmt, du bist ein Ork-Tauben-Schamane. Na ja, klar, was denn sonst, der fliegt. Das ergibt alles Sinn. So. Jojo wollte irgendwann zu Walli rennen und ihr sagen, was da so los ist. Genau. Das müssen wir nicht ausspielen.
Du Gut. musst im Folgenden deine Strafe bei ihr nicht mehr abarbeiten. Aber du musst auch generell dich da nicht mehr blicken lassen. Es gibt auch keine Veranlassung für. Ich sag's ja nur. Also überhaupt keine Veranlassung. Sagen wir es mal so. Was hat Walli, was ich brauchen könnte? Tja, das werden wir noch sehen. Noten. Die brauche ich nicht. Und wenn noch, dann kann ich mir die auch woanders her besorgen. Aber das sind die gepflegte Noten. Ich kann mir auch woanders gepflegte Noten her besorgen. Du machst dir das zu leicht. Wieso? Besten Noten Moskaus. Sagt wer? Walli? Der Reiseführer. Ach so. Und der Hausmeister hier, oder der Gärtner. Du weißt schon. Der hat das auch gesagt. Hm. Dann schicke ich Deli vor, der soll das über Boris regeln. Ja? Deli, also Kaban, du musst dich da auch nicht mehr zwingend blicken lassen. Wie jetzt? Ist okay so. Mag die Security mich nicht mehr. Weißt du, was das Ding ist? Da ist man schon so nett, ne? Und sagt er das auch noch, obwohl man es nicht hätte tun müssen. Und nach der Sache, die die da abgezogen hat, wäre es auch eigentlich besser gewesen, wenn wir es nicht getan hätten. Aber man hat sehr viel Billy getan, dass man der noch Bescheid sagt. Und dann ist egozentrisches Flumi-Tier. Es ist halt aber schon auch so, dass man genauso sagen kann, nach der Aktion, die ihr dort die ganze Zeit gerissen habt, ne? War es auch eure Pflicht. Nur weil sie sich so scheiße benommen hat. Das kann man so und so rumsehen. Also, soweit ich weiß, hat sie niemanden einfach einen Kiefer gebrochen. Und derlei. Ich beinahe auch nicht. Ja, ja, ja. Sehr gut. Nee, so. Ich hab auch niemandem den Kiefer gebrochen, glaube ich. Nee, hab ich nicht gemacht. Magieanwendung ist viel schlimmer. Warum? Weil das viel schlimmer ist. Wird ist auch rechtlich gestorben? Viel schlimmer, wird rechtlich viel schlimmer behandelt. Ist jemand gestorben? Das ist wie Crack und Koks in Amerika. Ah, ja, so schlimm ist es. Wenn du jemand mit Magie den Kiefer brichst, ist es gleich 10-mal so schlimm. Irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Und ich glaube, von rechtlich oder nicht rechtlich brauchen wir gar nicht zu reden. Also das. Wieso? Wieso? Die können nicht da verklagen? Können sie machen? Welche Sinn denn? Naja, die. Ach so. Die du da benutzt hast. Ja, dann. Gibt's die nicht mehr. Naja, siehst du, teuer. Details. Was, jetzt redet nicht so um heißen Teppich rum. Das wolltet ihr gemacht haben. Ihr werdet garantiert auch Viköse Bescheid geben. Selbstverständlich werden wir Viköse Bescheid geben. Wir wollten, glaube ich, als allererstes mal zum Arzt und so, oder nicht? Naja, wir müssen auf jeden Fall springen, würde ich sagen, weil klar geht ihr zum Arzt und der wird sagen, ja. Ist auch gut, dass ihr gekommen seid. Insbesondere hier das Ding. Der Muss. Ja. Aber ich meine, ansonsten wird da die nächsten Wochen nicht so viel passieren, außer dass ihr denkt, oh Gott, diese Schmerzen. Warum war ich so dumm, in 9 Leute reinzurennen, die alle bewaffnet waren und es hätten noch mehr sein können. Oh Gott, ich bin so dumm. So dumm. Dumm, sowas werde ich nie wieder tun. 9 bewaffnete Leute, die mich einfach hätten töten können. Ne? Eigentlich waren es ja mehr als 9, aber wir haben, glaube ich, 8 oder so mitgenommen, ne? Ne, ihr habt 5 getötet. Nein, 6. 6. 6. Aber ja. In die, das zählt nicht als reinrennen, weil die hattet ihr ja sicher. Ne? Ne, den einen nicht. 5 hatten wir sicher und. Nein, ich meine, da rein die zu überraschen, dann den Pustezauber zu machen und abzuknallen, während die abgelenkt waren, das ist ja, das ist nicht klug, aber kann man machen. Ja, sagen wir mal so, die Umstände waren ziemlich besondere. Deswegen konnte man die Ausrede wieder, ne? Bisschen ausrasten. Wenn meine Oma stirbt, werde ich nicht einfach 5 Nazis erschießen, so. Solltest du vielleicht tun, das ist entspannt. Ja, ich habe aber keine Pistole. Was ist hier Pfeil und Bogen? Habe ich auch nicht, klingt anstrengend und jetzt nicht sehr erfolgreich. Jetzt nimm deine Inkompetenz doch nicht als Ausrede. Achso, na gut. Jeder Depp kann sich eine Waffe kaufen. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Also in Deutschland? Waffe? Nee, kann man nicht. Aber nee, lassen wir das einfach. Ihr habt ja Zeit, darüber nachzudenken, wie das so ist. In der Zeit bekommt ihr auch eine Antwort von Professor Dr. Nikola Ivanovic. Der meint, all seine Termine
zur Sprechzeit wären erstmal ausgebucht. Aber in eurem besonderen Fall könne er sich vielleicht nach der Arbeit noch mit euch treffen, wenn genehm, und gibt euch dann entsprechend Arbeitszeiten. Ja. Denn das muss sich dringend jemand angucken. Gut. Ach so, ich sehe gerade, in der Zeit hat Kaban Geburtstag, ne? Echt jetzt? 10. April. Aber das weiß Jojo nicht. Doch, denn hier steht Kaban Geburtstag Bäckerhut, also werden wir darüber geredet haben. Ich glaube, das war bei dem romantischen Diner, das ihr hattet. Echt? Wir haben darüber gesprochen, ja. Stimmt, oh. Wenn ihr wollt, können wir zu diesem Zeitpunkt wieder einsetzen. Oh, hätte ich das mal eher gewusst. Verdammt. Da muss ich mir jetzt ad hoc was ausdenken. Na, hier steht Bäckerhut, also wirst du dir sowas ausgedacht haben schon vorher. Du wolltest mir Bäckerhut schenken, weil wir, als wir die Kekse gebacken haben, hast du vorgestellt. Ach, die Kekse waren das, okay. Ja, ich habe Geburtstag. Überrasch mich mit einer Überraschungsparty. Wen soll ich denn einladen? Ich kenne noch keinen von deinen Freunden. Das ist allerdings richtig. Du siehst, vielleicht lerne ich dir heute mal kennen. Das wäre doch mal was. Da muss ich mir ja was überlegen. Ja. Ich bin doch jetzt auch völlig überfordert damit. Ja, gut, dann können wir uns zusammen was ausdenken, weil Deli und weil Kaban und Jojo beide noch nicht wissen, was Sache ist. Es klingelt an deiner Tür. Ich geh ran. Dann mach sie auf. Jojo steht vor deiner Tür. Na, geht's dir wieder besser? Hi. Komm rein. Sie kommt rein. Sie überreicht dir ein flaches Paket und dann hat sie noch eine größere Schachtel dabei. Er stutzt kurz. Danke. Dann habe ich dir das denn erzählt. Bei unserem romantischen Candlelight-Dinner, lieber Kaban. Danke, dass du daran gedacht hast. Ich habe jetzt allerdings nichts vorbereitet. Das ist nicht so schlimm. In der Küche gibt's Bier im Kühlschrank. Ich möchte jetzt kein Bier, aber danke. Wasser? Nee, würde ich dir nicht raten in dieser Wohnung. Kein Stress. Ich kann dir auch mal irgendwann einen Wasserfilter einbauen, dann ist das Wasser auch trinkbar, wenn du willst. Das wäre nett. Einen Tee kann ich dir geben. Den habe ich gerade aufgebräunt mit meinem letzten... Hast du Kaffee? Sag mir nicht, dass du keinen Kaffee hast. Gehört keinen Kaffee? Also ich habe Kaffeepulver, aber ich habe... Dann machst du jetzt dein Geschenk auf und ich gehe kurz Kaffee kaufen. Okay. Sehr gut. Bis gleich. Ich mache mein Geschenk auf. Dort drin befindet sich tatsächlich ein Bäckerhut. Er ist bunt und es ist eine Blume dran gesteckt, eine Kunstblume, die so nach oben wegdingst. Welcher Natur ist diese Kunstblume? Ist es eine wunderschöne Akazie oder Zykade? Das sind Bäume. du kommst schon, das weißt du doch noch. Das war eine Anspielung. Ach so, ja. Jetzt sind nämlich... Nee, Verzeihung. Zypresse war es, Mann, ich kann gar nicht. Zypresse, nein, ja, okay, ich weiß, worauf... Ja, vielleicht ist sogar eine Zypresse dran, ein Zypressenästchen. Sehr schön. So, Jojo kommt irgendwann mit Kaffee wieder. Hey, was ist in seinem anderen Geschenk? Na, ein großer Kuchen. Achso. Na, sehr gut, dann habe ich den quasi schon Ein mehrlagiger Schokoladen-Marshmallow-Kuchen mit Zuckerstift. In Form eines... Ich mache mal ein paar Vorschläge. Ich meine, Jojo weckt einfach einen Kuchen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache ein paar Vorschläge. In Form eines Arsches, in Form eines Schweinchens, also Schweinekopfes, in Form eines riesigen, geilen Prügels, wenn du verstehst, was ich meine. Das sind die ersten Dinge, die mir einfallen. Aber du bäckst doch keinen runden Kuchen, oder? Naja, du brauchst Kuchenformen. Und Jojo, die Metallurgie auf 2 hat und alles selber baut. Das macht sie nicht, ja? Du hast recht, sie braucht eigentlich... Aber dann hat sie sich extra doch dafür extra ein. Doch, vielleicht ist es tatsächlich in Form eines Schweines.
Sehr gut. Muss leider einfach sein. So, deswegen hat sie auch die Form, die Kuchenform, denn er ist eigentlich der Bäcker, in Form eines Schweines direkt mitgebracht. Sehr gut. Auf jeden Fall ist das eine mehrlagige Marshmallow-Schokoladentorte. Ein mehrlagiger Marshmallow-Schokoladenkuchen und oben ist ganz viel Zuckerdings drauf und ganz viel, also so, ne, so Zuckerschrift und Zuckerkrams und bla. Oh, das ist toll. Sie hat Blumen auf das Schwein gemalt. Das ist ein Hippie-Schwein. Schön. Zypressen? Selbstverständlich auch Zypressen. Sehr schön. wo wir gerade bei sehr süßen Krams sind, weil ich hätte natürlich auch Erbsbescheid gesagt. Quasi, also ihm das irgendwie verdeutlicht. Da bin ich gespannt. Ich hätte ein, also mein Charakter hätte dann quasi sowieso erstmal sehr traurig, und dann, also so eine sehr, sehr traurige Inkografie oder wie das heißt. Smiley. Ja, genommen. Und dann das Einzige, was quasi Urbs verdeutlichen könnte, was fehlt, genau, wäre ein, ich hätte dann ihr Icon gelöscht, quasi ihr Bild so. Ich hoffe, er versteht das. Jo. Easy. Er scheint davon. Ja, genau. Er gibt dir einen Timer. 28 Tage runterzählend. Ich streich den Timer durch. Es geht kein. Streich dein durchgestrichenes durch. Ich lösche diesen Timer. Kannst du nicht. Er macht halt einen neuen. Ich meine. Der ist überzeugt davon, der weiß das. Ach ja, stimmt, die Sprites. Komm, ach, ja, ich weiß, aber... Ist egal, lass ihn das glauben. Der wird's nicht verstehen. Ja, über Metamagie und Meta, also so weiter hat Kaban keine Ahnung, also von daher... Eben. Das war jetzt auch OT. Hey, vielleicht kommt's ja wirklich wieder. Vielleicht. Wäre schön. So hätte ich ihm auf jeden Fall schon gesagt. Anyhow, ab zur Party. Sehr gut. Ich würde quasi die Kuchen schon aufteilen. So zwei große Stücke. Und dann Besteck hinstellen, die Sierra Küche, den Tisch decken und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, Jojo kommt irgendwann mit Kaffee wieder. Yay, Kaffee. Hast du keinen Kaffee im Haus? Ich habe Kaffee im Haus, nur ich habe kein trinkbares Wasser, weil das letzte habe ich für den Tee. Wieso hole ich dann Kaffee, wenn du kein Wasser hast? Weil du nicht richtig zugehört hast. Er hat es tatsächlich so gesagt. Okay, dann war sie aus dem Haus eher das... Wieso hast... Wieso? Das habe ich dir gesagt. Nein! Doch, du weißt doch, ich musste umziehen, deswegen habe ich neue Wohnung, deswegen ist das noch nicht fertig eingerichtet. Aber wieso hast du nicht noch einen Wasserkanister da oder sowas? Der ist leer, ich habe ja nicht mit Besuch gerechnet. Wer hätte dich heute erwartet, hätte die Wasser da? Schiboing. Wie Schiboing? Wieso Schiboing? Wieso schenke ich dir eine Kochmütze, wenn du keinen Wasserfilter hast? Alter Verwalter. Ich bin hier vor kurzem jetzt eingezogen. Apropos neu eingezogen, dir ist bewusst, dass ich dich irgendwann zum Streichen abkommandieren werde, oder? Ich weiß nur noch nicht, wie ich streichen werde. Das letzte Mal habe ich Wasserbomben mit Farbe gefüllt an die Wand geschmissen. Ich bin am Überlegen, mir einen Katapult zu bauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wenn du eine bessere Idee hast, sag's mir ruhig. Vollautomatische Paintball-Waffen? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir packen uns in Panzerung und jagen uns für die Wohnung. Nein, das werden wir nicht tun. Warum nicht? Weil mein Bedarf an blauen Flecken für die nächsten Monate gedeckt ist und ich weiß, ich werde sehr schnell wieder welche kriegen, aber ich möchte jetzt gerade alles vermeiden, das irgendwie dafür sorgt, dass, keine Ahnung. Danke.
Na gut. Aber wir können trotzdem auf die Wände damit schießen. Wir könnten Das können wir tun. theoretisch andere Leute einladen und die beschießen. Weil die dürfen da keine Waffen haben, womit sie da zurückschießen können. Aber wen soll ich denn zu mir nach Hause einladen? Keine Ahnung. Siehst du? Ich lade bestimmt niemanden zu mir nach Hause ein, den ich nicht kenne. So viel habe ich mittlerweile sogar schon gelernt. Wieso Guter sitzt du eigentlich Punkt. an deinem Geburtstag alleine zu Hause? Weil ich den Geburtstag nicht feiere. Warum Normalerweise. nicht? Die Leute, mit denen ich feiern wollen würde, sind tot. Man kann Also, auch mit anderen Leuten nur Geburtstag feiern. ja, also das hat sich irgendwann so eingeschlichen, dass ich den hier einfach nicht mehr gefeiert habe. Ich meine, ne? Ich würde jetzt ein paar, also ich würde in den nächsten paar Tagen irgendwann mal mit ein paar Leuten rausgehen und das wäre es dann gewesen vielleicht, aber zumindest das ist ein ganz normaler Tag wie sonst auch. Aber hey, du hast mir was geschenkt, das ist toll. Ja, das gehört sich ja auch so, wenn man Geburtstag hat. Er grinst nicht an. Warum grinst du mich so an? Das macht mir Angst, wenn du das tust. Ist Guck das nicht so blöde. es ist das erste Mal seit langem, dass ich ein Geburtstagsgeschenk gekriegt habe. Ist auch okay. Also, danke, ich freue mich. Okay, gut, dann darfst du jetzt deinen Kuchen essen. Yay. Muss ich auch die Kerze auspusten? Hab da eine Kerze aufgesteckt, Ach übrigens. verdammt, ich habe vergessen, die Kerzen drauf zu tun. Die holt ganz viele bunte Geburtstagskerzen raus und steckt sie drauf. Ich habe keine Ahnung, wie alt du geworden bist, aber es ist, du hast mir nicht gesagt, wie alt du wirst. Du siehst nicht aus, als wärst du 30 geworden, aber du siehst auch nicht aus, als wärst du 15 geworden. Deswegen habe ich einfach mal 30 Kerzen mitgebracht und dachte, du pustest einfach so viele aus, wie du alt geworden bist. Oh, jetzt wird's auch noch kompliziert. Dann steck mal nur 25, 26 ein. 26, Gott, bist du alt. Ich bin gut im Futter. Ja, das auch, das sieht man. Sie steckt 26 Kerzen auf den Kuchen und zündet sie an. Tada! Sehr schön. Ich würde jetzt sagen, das hast du gut gemacht, aber ehrlich gesagt sind deine Lungen so groß, dass das keine besondere Leistung ist. Stimmt. Aber trotzdem danke. Die habe ich Schön. total vergessen. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Sonst hätte ich die wieder mit nach Hause genommen. Dann hätte ich mich zu Hause geärgert. Da sind ganz viele bunte. Das sind übrigens alles diese richtigen bunten Geburtstagskerzchen, weißt du? Total toll. Ja dann, ne? Lass uns das schmecken, würde ich sagen. Man wird Kuchen essen. Jojo wird nach einem halben Stück aufgeben. Was? Ja. Warum? Na, weil sie in den letzten Wochen nicht so zum Essen gekommen ist. Ich schieb den Teller wieder hin. Iss weiter. Ich kann nicht mehr, echt Du nicht, kannst doch Peter. nicht, du kannst doch nicht aufhören zu, also, seit wann hast du denn irgendwann mal keinen Hunger? Das kann ich dir sagen, wenn du ein paar Tage einfach nur rumliegst und nicht dazu in der Lage bist zu essen, weil dir einfach alles wehtut und du eigentlich 95% der Zeit schläfst. Dann ist dein Magen irgendwann der Meinung, du müsstest einfach gar nicht mehr so viel essen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ich weiß, dass er mich belügt, aber es ist, ich muss mich da wieder rantasten. Ihr hört mehrere Schüsse vorm Haus. Was? Ihr hört mehrere Schüsse vorm Haus. Was? Ihr hört mehrere Schüsse vorm Haus. Was? Ich zuck kurz zusammen und wird dann eine Was? Waffe. Moment, Moment, Moment. Was für Schüsse sind das? Also hört man das irgendwie? Welche Art von Schuss? Pistolenschüsse. Ich hole meine Maschinenpistole aus dem Schrank. Knarre, Fenster gucken. Willst du, hast du Easy. eine Waffe? Halt, du glaubst, ich gehe ohne Waffe raus. Na, gerade hier. Ich guck dann mal raus. Was ist denn da? Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde einer der kleinen Drogendealer brutal hingerichtet, inklusive multipler Schusswunden im Kopf, die sein Hirn langsam von der Wand tropfen lassen. Es war eine ziemlich große Pistole. Du wolltest nur ja, dass Jojo Hunger bekommt, oder? Sie. Das eine Auge hängt ein bisschen raus, also hinten am Kopf wieder raus, das ist ganz verrückt.
Ach, die schon wieder. Wollen die Entwarnung. hier öfter Ärger oder was? Es ist die, keine Ahnung, die beiden Gangs, die hier sind, sind sich über diese zwei Straßen nicht so ganz so einig. In letzter Gangs Zeit. hier? Ach so, so Blockgangs, so kleine. Rowdies. Also Okay. wenn du auf Leute triffst, die stachelige grüne Haare haben, das sind die einen. Und die würden wahrscheinlich auch dich angreifen, weil du bist ein kleines, unschuldiges Mädchen. Und Hä? die sind so dumm. Sagt der Ja. sich immer die Mädels ein oder was? Jupp. Aber es ist, die kriegen nicht wirklich was auf die Reihe, also von daher. Soll's mir egal sein. Eben. Naja. Und die anderen, also der Typ, der dazugehörte, das, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Naja, sind irgendwelche komischen Hacker, die meinen, die müssen mal in die reale Welt raus. Siehst ja, was passiert. Okay. Aber nicht die Matrix-Gang, die hier unterwegs, also nicht hier, aber die generell, Nee, die. ich glaube, damit haben die nichts am Hut. Okay. Das ist. Die haben vielleicht vier, fünf Straßen oder so, ich habe keine Ahnung. Okay. Bin hier gerade hingezogen. Ich habe noch keinen von den beiden zusammen prügeln müssen, damit ich Freiheit habe. Aber immerhin sind das keine Meterhasser anscheinend. Das wäre hier auch schlecht. Ja. Jetzt mache ich mein eigenes Turf auf. Mit Blackjack und Noten? Ah, warum nicht? Scheint bei den anderen auch zu klappen. Das ist richtig. Außerdem wären wir dann nicht mehr auf die Noten von Wally angewiesen. Das ist wohl richtig. Es hat nur Vorteile. Ich finde das in Ordnung, mach das mal. Ah, ne, ist, glaube ich, viel zu viel Arbeit. Ich muss immer so tun, als wenn der Status einem wichtig wäre, etc. bla bla. Vielleicht kriegst du auch Ne. ein bisschen Starthilfe. Starthilfe? Ja, klar. Oho. Jetzt kriege ich auch noch ein Protektorat von der großen Gang, ne? Sehr gut. Was kriegst du? Ja, wenn ich meine eigene kleine Gang aufmache, hilft mir die große Gang, oder? Nein, nicht so ohne weiteres. Aber das musst du schon erstmal, musst du schon erstmal alleine durchsetzen. Ach so, na gut. Hey, kein Ding, wir helfen dir, wir machen alles für dich, aber du verkaufst halt deine Seele an uns und deinen Penis und naja, wenn du stirbst, alles Cyberware, und wenn du lebst, wenn du nicht in 10 Jahren 10.000 Yen hast, mindestens dann auch alles Cyberware. Was hältst du davon? Ich bin Jojo, deine beste Freundin. Genau, Kredit halt und so. Ja, ein Nein. guter Kredithai. Ich bin ein Kreditgoldfisch. Oder Kreditgoldfisch. Kreditguppi oder sowas. Ah, schrecklich. Was, Kreditguppis? Ja, Goldfische und Kuppis und. Solltest du nicht lieber dann Piranha sein? Wann? Hai halt, um die anderen aufzufressen. Weil sonst ergibt das ja keinen Sinn. Warum? Beutefische? Ja, und? Ja, wer nimmt dich denn ernst, wenn du ein Beutefisch bist? Was? Beutefisch? Nochmal? Ja, wenn du so ein Goldfisch bist, das ist auch ein Beutefisch. Und Guppy, glaube ich, auch. Das sind auch Beutefische. Ja, ich finde schon irgendwas, was kleines und trotzdem gefährlich. Piranha? Ja, die sind aber nicht, also. Egal. Kannst auch einen Elektrowal nehmen, hier diesen Aal. Zitteraal, oder wie Zitteraal. Sehe ich aus wie ein Zitteraal oder was? hieß er? Naja, du könntest die Leute auf jeden Fall schocken. Wer von uns kann Blitze schleudern? Du, Hast du es eigentlich schon mal probiert? In der Tat hat Joel noch nie einen einzigen Blitz geschleudert. Bis jetzt hat das noch nie funktioniert. Das müsstest du mal trainieren. Ich habe nicht so viel Einfluss darauf, was dann da gerade durch die Gegend fliegt. Meistens das, was halt gerade da ist. Wenn, Wie wenn, was? Wie ich? Ja, so Sag mir ungefähr. bloß, Ach ja, das war doch kein übrigens Zufall, sollte. oder?
sollte das jemals übrigens irgendwie zur Sprache kommen, das war ein Auto, ist das klar? Was war ein Auto? Der Grund, weshalb ich so zerrungst war, war ein Auto. Ja, natürlich war das ein Auto. Ich bin auf die Straße gelaufen und ein Auto hat mich erwischt. Der Typ ist viel zu schnell gefahren, aber der Wichser ist einfach sofort weitergefahren. Richtig. Und das Nummernschild konnte ich mir leider nicht merken. Genau. Danke. Habe ich verstanden. Gut. Im Grunde ist es ja nicht mal gelogen. Wir sind ja wegen dem Auto dahin. Ja. Gut. Wegen einem Auto. Sonst kriegst du wieder Ärger. Sagen wir mal, es macht viele Dinge einfacher. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Ist übrigens sehr lecker, der Kuchen. Wie feiern wir denn jetzt deinen Geburtstag? Wir können rausgehen sie und einen trinken. Sie hat übrigens weitergegessen jetzt. Sehr gut. Ich würde dir quasi auch ein zweites Stück auf Telefon. Nein. Hallo? Der muss doch irgendwie fertig werden, aufgegessen werden. Stellst du den in den Kühlschrank? Aber hab Jojo, draußen liegt ein Appetithäppchen. Aber da ist so viel Zucker drin, der hält sich. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Ja, stimmt. Muss ich nur andere Sachen für rausräumen. Ja, mein Kühlschrank ist momentan sehr klein. Wieso ist dein Kühlschrank sehr klein? Weil der Kühlraum, den ich vorher hatte, ein Raum war. Ach so, stimmt. Und hier gibt es noch keinen Kühlraum. Ich muss nochmal umziehen. Okay. Du brauchst eine ehemalige Metzgerei oder sowas. Yep. Ich habe noch nichts Anständiges gefunden. Na, das sollte sich doch machen lassen. Deswegen habe ich auch noch nicht so viel Zeit und Liebe in die Wohnung gesteckt, weißt du? Läden, wo echt mal Kühlräume drin waren, die sind echt selten. Ein alter Stuffer ginge vielleicht auch. Ein alter Stuffer? Ja, die haben immer so große Fenster nach draußen. Ja, das ist richtig. Aber zumindest, na, was du sonst machen kannst, ist, dass du dir, wenn du einen Zusatzraum hast, dass du dir in dem Stuffer quasi oder dass du dir aus einem alten Stuffer oder irgendwas die ganzen alten Automaten rausholst. Die, wenn du die ein bisschen umbaust, die sind alle gekühlt. Dann hast du halt ganz viele Kühlschränke an der Wand stehen. Quasi. Aber die kann man auch super umbauen. Okay. Und manchmal, wenn einer zumacht, kriegst du die richtig billig hinterhergeworfen. Also, das geht schon. Naja, die Dinger sind auch nicht sonderlich gut videoüberwacht, oder? Er grinst dich an. Ja, das ist richtig. Aber so einen Automaten kannst du einfach mal nicht raustragen, so ohne weiteres, weil der irre schwer ist. Er guckt dich nochmal an. Auch du nicht. Also, einmal nach einem nach dem anderen? Die sind dafür gemacht, dass man die nicht einfach raustragen kann, sonst würde das ja jeder machen. Nein, das würde nicht jeder machen. Was? Ganz ehrlich, wer kommt denn auf so eine Idee? Aber die sind auf jeden Fall im Boden richtig brutal verankert. Ich meine, stell dir mal vor, der fällt auf jemanden drauf, so ein Automat. Das darf nicht passieren. Na gut, muss ich mir vielleicht noch überlegen. Das ist nur ein Vorschlag. Ansonsten, den Kühlraum zu bauen, ist echt aufwendig. Ansonsten, wie gesagt, ein alter Stuffer ginge halt, ich weiß gar nicht, was braucht denn noch ein Kühlraum? Das brauchen echt nicht mehr so viele. Naja, Ärzte leider noch, aber... Ärzte? Ja, mit denen möchte ich mich aber nicht anlegen. Wofür brauchen denn Ärzte einen scheiß Kühlraum? Wenn die Leute versterben, werden sie gekühlt. Ja, das machen aber keine Ärzte, das haben Krankenhäuser. Ja, ich meinte auch eher die etwas schattigeren Ärzte. Leichenbestatter? Obwohl, Leichenbestatter, ja, stimmt. Ich kenne sogar einen. Frag den nochmal. Das könnte ich wirklich mal tun. Aber ich glaube, der will das nicht hergeben. Ja, nee, der nicht, aber vielleicht kennt er wen. Ja, das könnte vorkommen. Du kennst einen Leichenbestatter? Das ist ein guter Arzt. Das ist ultra praktisch, weißt du, wie einfach du so leichenlos wirst? Ja. Beerdigt oder verbrannt wird doch heute auch noch, also verbrannt und dann in so einem komischen kleinen Billigsarg, da kannst du locker auch eine zweite Person mit reinkicken. Er guckt dich so wissend an, ja.
Ey, du bist ja echt praktisch. Also, der junge Mann verkauft auch sehr gut Cyberware. Ja, das glaube ich. Die brauchen es eh nicht mehr. Das stimmt. Siehst du. Was wir uns auch nochmal irgendwann überlegen können, aber das können wir auch woanders machen, ist, wie wir jetzt weitermachen, also was wir jetzt, also als nächstes und so weiter und so fort. Ja, ein Staffersteck wolltest du hier nicht ausräumen, hast du gesagt. Ich will, hab jetzt keine Lust, ein Staffersteck auszuräumen, das habe ich gemacht, da war ich 15 oder 16, aber jetzt brauche ich keinen Staffersteck mehr ausräumen. Früher hast du die Ware geklaut, nicht die Ausrüstung. Wir könnten gucken, was so durch die Gegend transportiert wird. Ne, wenn irgendwas von Wert ist. Was man mal gebrauchen könnte. Hä, was wär's will? Wenn was von Wert durch die Gegend transportiert wird. Ein paar Fernseher, Triti-Anlagen, hm? Naja, was ja immer noch theoretisch ansteht, ist zum einen, da weiß ich aber halt noch nicht, ob wir das weiter verfolgen wollen, die ganze Sache mit den Jukes. Allerdings, wenn da die wahre, also die wahre Worry oder die Worry oder neue Worry oder was auch immer das jetzt genau ist, da drin hängt, weiß ich nicht, ob wir uns wirklich mit denen anlegen wollen. Sieht eher schlecht aus, würde ich sagen, weil ich mag mein Leben so, wie es ist. So gerade nach der letzten Aktion mag ich es nur sogar noch ein bisschen mehr. Ja, ich hänge da irgendwie dran. Naja, es war nur noch ein Gedankengang. Und das Zweite, worum wir uns kümmern müssen, da haben wir jetzt mit angefangen, ist die Hackerin. Ich meine, die hat zwar bis jetzt noch nichts gemacht, aber irgendwie traue ich der auch so weit über den Weg, dass sie nicht vielleicht irgendwann mal damit anfängt. Ja, da hast du wohl recht. Wenn wir irgendwie Informationen über die kriegen könnten, noch weitere. Also, der Rumpelstiefchen jetzt immer, ist ja auch dabei. Ja, genau. Und der hat ja jetzt das Programm. Das heißt, wir können sie theoretisch finden. Ich meine, das ist jetzt nichts, was sofort sein muss. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt sofort irgendwie mich mit Leib und Seele reinstürzen wollen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie finde ich es ganz cool, wenn ich in den nächsten paar Wochen, oder was heißt, nein, nächsten paar Wochen nicht, aber zumindest irgendwie, wenn wir das jetzt mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber auf jeden Fall ist das was, was noch offen ist und was ich irgendwann gerne auch noch erledigen würde. Weil entweder, also wir müssen halt irgendeine Möglichkeit finden, mit der umzugehen. Entweder wir müssen halt dafür sorgen, dass sie uns keinen Ärger mehr macht. Oder, keine Ahnung, aber bis jetzt hat sie zwar noch nichts gemacht, aber die Comlink-Sache, ach, hier ist übrigens dein Comlink. Oh, danke. Danke. Noch ein Geburtstagsgeschenk. Naja, aber so ganz traue ich der ganzen Sache halt nicht über den Weg, weißt du? Nee, wäre schön, wenn wir da mit abschließen könnten. Ja. Und ansonsten, keine Ahnung, müssen wir uns mal überlegen, was wir jetzt als nächstes oder was dann als nächstes ansteht. Ja, wenn wir, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall irgendwas Kleines, was nicht wirklich große Wellen schlägt. Ja. Weil, ne, irgendwas Einfaches, Leichtes, Schnelles. Ja, also ich sag mal, so sehr bin ich jetzt auf das Geld nicht angewiesen, aber es ist halt... Ja, bevor man sich ausruht, nicht wahr? Das ist richtig. Und ne, wenn ich noch eine eigene Wohnung habe und diese ganzen Umbauten und so weiter kosten... Na, was wir auf jeden Fall, glaube ich, brauchen, sind ein paar Kontakte. Also sowas wie, keine Ahnung, ein Infobroker, irgendwer, der uns halt Infos besorgt, weil ich bin da nicht besonders gut drin, das heißt nicht besonders gut, ich komme schon an Infos, aber, ne? Na, ich kenne wohl jemanden, der mit alles möglich handelt, nur mit dem möchte ich möglichst wenig zu tun haben. Okay. Denn er handelt wirklich mit allem. Dem ist also nicht zu trauen, sagst du? Auch das nicht richtig. Okay. Ich besorge Ihnen hin und wieder mal einige Delikatessen. Also, ich besorge ihm nur tierisches Gut.
Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich denke, ich weiß nicht. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt hausieren gehen mit, hey, gib mir mal einen Job, aber wir können halt auch mal irgendwie gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas, wo man mal einsteigen kann oder irgendwas. Vielleicht ergibt sich auch bei der Hackerin noch irgendwas. Also, ich meine, gut, die wird, wenn wir an die rankommen, das ist jetzt auch noch das große Wenn, aber die wird bestimmt ein bisschen Stuff haben. Allerdings müssen wir dann einfach aufpassen, je nachdem, was es ist, weil, glaube ich einfach keine Lust habe, dass irgendwer, ne? Dass wir irgendwie dann einen Rattenschwanz an Dingen hinter uns herziehen. Definitiv. So quasi das eine Problem losgeworden sind und dafür uns fünf neue gemacht haben. Ja, es wäre wirklich nicht so schön. Ich habe zwar irgendwie das Gefühl, dass das im Moment einfach so läuft, aber Deswegen sage ich ja erstmal was Ruhiges, quasi, damit wir ein gewisses Polster aufbauen können und dann können wir ja gucken, was wir tun können. Wenn ich jetzt noch eine zweite Jagd anfange. Das steht bei mir auch noch ganz oben auf der Liste. was? Ich würde gerne ein paar Leute finden. Das, Wen? aus meiner Vergangenheit. Aber Okay. das ist später. Naja, sowas braucht Zeit. Richtig. Das braucht wirklich Zeit, aber das wird auch eventuell nicht schön werden. Ich nehme mal an, du hast schon angefangen zu suchen. Deswegen bin ich in Moskau. Deswegen bist du in Moskau. Ich bin deswegen nach Moskau gekommen, weil ich die letzte Spur geht nach Moskau. Okay. Und deswegen habe ich angefangen, in den Schatten zu arbeiten, damit ich Kohle habe, um mir weiterzusuchen. Pass auf, wenn du mir ein bisschen mehr erzählen willst, kann ich dir vielleicht helfen. Aber auch nur ganz vielleicht und keine Ahnung, aber ich wohne hier schon eine ganze Weile und Ja, ich weiß nicht, wie viel du noch davon Erinnerung hast. Wir haben kurz darüber gesprochen, als es mit dir losging. ja, ich weiß, dass wir nur kurz darüber gesprochen haben. Ich weiß, dass du irgendwie deine Familie Ärger hatte mit irgendwelchen Söldnern oder sowas in der Art und dass du irgendwie auf der Suche nach diesen Söldnern bist, beziehungsweise dass irgendein Söldnertrupp da, naja, deine Familie irgendwie. Klar. Und deswegen, also wenn wir auf der Suche nach einem Söldnertrupp gehen, dann wird es wirklich nicht so schön, denke ich. Deswegen solltest du auf jeden Fall fit sein, bevor wir uns danach, Du, ich wollte jetzt auch nicht bevor ich dich damit sofort, reinziehe. ich wollte auch nicht sofort losstimmen oder irgendwas machen, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn du mir sagst, was du weißt und ich was mitbekomme, dann, ne? Ja. Das ist schon ein guter Anfang, hast du recht. Ich meine, die Chancen, dass ich dir wirklich helfen kann, sind gering, aber vielleicht manchmal kriegt man halt was mit und manchmal kriege ich auch was mit, was irgendwie, gerade wenn es hier um die ganzen Grenzgeschichten und den ganzen Scheiß geht. Es geht dabei um die fünfte Kolonne. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich eher weniger sagen. Nee, tut's nicht, aber. Tut dir nichts sagen wahrscheinlich. Nein, nein, tut es nicht. Die arbeiten halt stark in den internen Krisengebieten unseres Landes mit Ist bei. das. Ja? Was wolltest du fragen? Na, das ist ein richtig, also schon illegaler Sektor ist, oder ist das was Legales? Das ist definitiv illegal. Das, was sie tun. Sie werden wahrscheinlich, also sie agieren da, wo auch legale Truppen mit agieren. Und anscheinend auch in diesen Truppen mit drin. Okay. Aber halt auch auf eigene Geheiß. Ja, klar, nee, die Frage ist, ist das quasi sowas wie eine offizielle Söldner, bla, Firma etc., was weiß ich, die einfach nur illegalen Stuff nebenbei machen?
Oder sind das tatsächlich Leute, die bezahlt werden, um Scheiße zu bauen und die nicht irgendwo angemeldet sind, sondern sich einfach irgendwo einschleusen? Soweit ich weiß, steckt da keine Firma hinter. Da steckt nichts hinter, sagst du. Also das sind Soweit einfach... Soweit ich weiß. Okay, Typen, die man anheuert, so wie dich oder mich manchmal. Nur im wesentlich größeren Stil wahrscheinlich. Ja, klar. Okay. Machen die immer eine bestimmte Art von Jobs oder machen die alles? Das meiste sind... Also ich weiß wesentlich... Ich weiß einfach zu wenig darüber momentan. Also ich habe sie immer nur in den... in dem Gebiet gesehen, wo ich auch wirklich unterwegs war früher. Und hast du da Gesichter? Nee. Hast du irgendwas gesehen? Hast du irgendwen von denen mal gesehen? Irgendwas, woran du dich erinnerst? Ich weiß, dass die Leute eine bestimmte Art von Tätowierung haben. Was für eine? Eine in einem gewissen Farbspektrum, den man nur mit einem gewissen Farbspektrum in den sehen kann. Unter der Haut. Das heißt, das ist was, was nicht jeder hat und das ist was Besonderes. Das ist definitiv was Besonderes, ja. Hast du mal bei Tätowierern nachgefragt? Der guckt dich gerade wirklich so an, als wenn das wirklich so das Dümmste wäre auf der Welt. Ehrlich gesagt, noch nicht. Ich meine, man geht ja nicht zu irgendeinem Tätowierer und sagt, ich brauche das. Das ist so, das kriegt man doch wahrscheinlich aus einer Einheit oder aus der Gruppe heraus. Na, theoretisch schon, aber wenn du, also es kann gut sein, dass das kein Tätowierer selber macht, aber wenn das was Besonderes ist, dann ist das, kriegt man das vielleicht nicht so einfach, weißt du? Vielleicht ist das irgendwas, was man irgendwo kaufen musste oder irgendwas, was nur unter ganz besonderen Umständen irgendwie machbar ist oder irgendwie sowas in der Art. Verstehst okay. du, was ich meine? Nee, also habe ich noch nicht. Solche Tätowierungen zu machen, ist dann vielleicht nicht einfach und dann kann man da vielleicht was machen. Outgame ist es übelst einfach. Ja, aber wenn das, es geht mir nur darum, es hörte sich jetzt so an, als wäre nee, das irgendwas... Nee, aber das war auch eher für Kaban, weil ich glaube, der wird sich ja da ein bisschen mehr noch auskennen. Und ich meine, Infrarot-Tattoos sind, ne? Ja, ja, okay, sehr einfach. Das hat er jetzt nicht gesagt, dass es Infrarot-Tattoos sind. Er hat gesagt, in einem gewissen Farbspektrum. Da hat ja, schon ja, gesagt. Aber das hörte sich nach was ganz Besonderem an. Sie haben halt ein Farbspektrum, das halt nicht unbedingt sofort mit Infrarot gesehen werden kann. Also das ist halt schon ein bisschen höher als Infrarot. Infra? SIPA, genau. Doppel-Infra? Ja. Okay. Ist halt schwierig zu sehen, auch mit Infrarot, deswegen habe ich meine Augen angepasst. Keine Ahnung, also es wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, wenn du was über die Tätowierung hast. Wie sieht die denn aus? Also wie, ne, hat die eine Form oder ist das einfach nur, hey, uns gibt's, wir sind geil? OT, ich muss jetzt gerade mal dieses Bild raussuchen. Moment. Das Bild habe ich dir schon geschickt, oder? Ja, ja. Hast du das nochmal? Ich habe es nämlich gerade nicht mehr. Ach so. Ist jetzt nicht so wichtig. Nee, hast du mir nicht geschickt. Scheiße. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich guck's mir irgendwann nochmal an, das ist jetzt nicht so wichtig. War das nicht bloß eine speziell geformte 5? Irgendwie? Ja, das, deswegen wollte ich es ja geschickt haben, gezeigt haben. Weil ja. Schwierig zu beschreiben. Ist egal. Das ist eine sehr speziell geformte, aber als 5 zu erkennende 5. Okay. Na, das Ding ist halt, wenn die Typen in Moskau sind, die haben vielleicht das Tattoo, vielleicht haben sie aber auch noch andere. Vielleicht hat irgendein Tätowierer das durch Zufall gesehen. Möglich. Vielleicht gibt es dann auf die Art und Weise eine Kameraaufnahme oder ein Gesicht oder irgendwas in der Art. Müssen wir mal uns durchfragen, richtig? Ich kenne zumindest einen, den wir fragen können. Vielleicht kann der mir dann auch eher noch was sagen. Und wenn du jemanden kennst, wäre das natürlich super. Ja, wenn du willst, können wir hingehen. Ich war letzte Woche erst da. Ach so, ja, stimmt. Na klar. Scheiße, ich hab's vergessen. Neues Tattoo? Ja. Zeigen. Okay, es wird jetzt etwas passieren, das so schnell nicht wieder passieren wird. Sie wird es dir zeigen. Okay. Es ist quasi Billys Avatar.
Den hat sie sich irgendwie so, warte, das ist, ich überlege gerade wo. Also sie hat es sich quasi auf den Hintern tätowieren lassen. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Sehr geil. Ist egal, einfach auf den Hintern, das passt schon. Das sind ja quasi dann zwei Ärsche. Verstehst du? Naja, Ist ja zwei richtig Ärsche sind klug. besser als ein Arsch. Richtig. Sau gut. Schick. Das sieht gut aus. Ja. Coole Sache. Naja. Manche Dinge verdienen es einfach verewigt zu werden. Das stimmt allerdings. Egal, wir können hinfahren, wenn du willst. Das klingt auf jeden Fall gut, ja. Ist mit deinem Auto hier, ne? Fahren wir getrennt oder? Ich bin mit dem Bike hier. Okay. Das könnte theoretisch auch die Ladefläche. Wir können auch getrennt fahren, ist egal. Ja, ich weiß nicht, ob es so gut klug ist, die Motorräder und so weiter stehen zu lassen. Da geht keiner dran. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, was das für eine Gegend hier ist. Flummi. Da geht keiner dran, sagst du. Der hatte Diebstahlsicherung. Ach so. Das heißt, die Leute werden dann richtig wütend und machen es kaputt. Okay, das ergibt Sinn. Das ist leider scheiße, ja, du hast schon recht. Ah. Na gut, dann fahre ich selbst. Warum bist du überhaupt mit dem Bike da? Ah, wohnt er so nah dran, oder was? Nee, ich meine, warum bist du nicht mit dem Auto? Ich meine, du weißt ja gar nicht über die Gang-Gepflogenheiten dort. Du kannst doch nicht mit einem Gang-Motorrad irgendwo hinfahren auf gut Glück. Auf dem Gang-Motorrad steht doch auch nicht Gang-Motorrad. Moment. Da steht nirgendwo Falcons drauf. Naja, aber hat das nicht schon in gewissen. Ach nee, dein Ding hat natürlich keinen Stil, stimmt. Wieso hat das keinen Stil? Natürlich hat das Stil. Ja, da war doch irgendwie hier My Little Pony so drauf, das kotzt. War das nicht Da so? war auch kein My Little Pony drauf, was kotzt, sondern da war ein auf dem Tank der rechten Seite und auf der linken Seite war hier Happy Tree Friends. Ah ja. Da war so Lalalala. ein Ding drauf. Na gut, okay, dann mit dem Bike ist ja auch nicht so schlimm, weil du ja keinen Stil hast. Ey, Durchstil. Ja, aber. Sie hat von ihrem Bruder einen Schulterklopfer dafür gekriegt. Und einen Ja, der hat von. ja auch keinen Stil. Ach Folge so, bitte ja, meiner das ist richtig. Logik. Ja, okay. Aber ja, okay, kannst du machen. Na, man kommt einfach schneller durch als mit dem Auto. Ja, das ist definitiv richtig. Und sie muss nichts transportieren. Deswegen ist sie oft mit dem Bike gefahren, auch in der letzten Zeit. Ist dir das nie aufgefallen? Die ist eigentlich die meiste Zeit mit dem Motorrad unterwegs gewesen, Wusste ich doch, easy. einfach weil es am praktischsten ist. Ihr könnt auch beide mit dem Bike fahren. Kaban da hinten drauf? Bist du Sehe dir ich nicht sicher? kommen. Ich glaube auch nicht, Hat das weil Ding nicht eine Gyrostabilisierung? das Ding hat eine Gyrostabilisierung, aber da ist doch Kaban ist doch viel zu groß. Willst du etwas sagen? Ich bin fett. Ja. Das ist okay. Dann sag das so. Nee, ich glaube, das ist zu unpraktisch. Vielleicht solltest du ja einfach auch einfach mal ein Motorrad zulegen. Bei Gelegenheit vielleicht mal. Die Idee ist gar nicht so dumm. Mit den Dingern kommst du echt wesentlich besser durch als mit dem Auto. Ja, aber das Wichtigste war erstmal, dass ich halt ein bisschen was transportieren kann, weil ich muss ja auch hin und wieder mal, ne? Klar, verstehe ich. Draußen. Gut. Ja, dann Dann würde ich sagen, auf. fahr ich dir Wobei, hinterher, willst du du. sowas machen an deinem Geburtstag? Ich meine, du kannst ja theoretisch bestimmen, was Sache ist. Du bist das Geburtstagskind. Die dürfen immer bestimmen, was Sache ist. Saufen wolltest du nicht, ja? Später vielleicht. Außerdem bin ich schon nach einem Bier betrunken, also ich habe da im Moment nicht so viel von, aber das ist nicht so schlimm. Nach einem Bier betrunken. Was ist los mit dir? Na, es hat halt alles ein Weilchen gedauert, sagen wir es mal so. Dann musst du jetzt langsam wieder anfangen zu trainieren. Das heißt, heute wären es zwei Bier, morgen wären es drei Bier, übermorgen vier Bier. Und dann steigt Ach das extra so. für. Ach so. Bist du nicht mehr, so schnell betrunken wirst?
Wir können später noch was machen, wenn du willst. Gut. Ich habe halt nichts vor. Würde ich sagen, ab zum Tätowierer. Alles klar. Lieber Spielgeleiteter, wir fahren zu Sergei. Dass der nützlich sein könnte. Also ich weiß nicht, ob er nützlich ist, aber... Hey, nützlich. Das können wir noch nicht sagen. Nein, aber zumindest ist mal die Intention, ihn für etwas zu benutzen, was nicht fluff ist. Ja. Pass auf. Das meine ich übrigens, mit nützlich. Der Dude. Also anders. Es gibt ja kaum noch Tätowierer. Weil du gehst halt eigentlich in den Bodyshop und sagst, ich hätte ja einen Katalog 44A, Junge. Und dann sagt er, okay, leg dich hin, dann kommt die Maschine und lasert dich. Nicht so, Sergei. Ne, so, das heißt, wenn das was Spezielleres sei, dann könnte der sich sogar eher auskennen, weil es ist halt ein eher kleinerer Kreis im Gegensatz zu heute von Leuten, die das noch irgendwie nicht Standard machen und nicht im Bodyshop. Also der hat keinen Katalog, der macht sogar noch Entwürfe. Natürlich hat der auch einen Katalog. Ja, der hat auch einen Katalog. Sonst wäre er, ne? Man muss sich ja inspirieren lassen. Natürlich. Mhm. Jutti, also ihr seid da. Jojo. Mhm. Ist natürlich jetzt relativ nah der Stelle, wo du damals dem Typen den Arm abgerissen hast und relativ Sergei? Nah der Stelle. Ja. Okay. Ihr wart bei Sergei. Stimmt, ja. Also stimmt. Relativ, da war ja wieder so viel mit Billy. Ich sag das nochmal am Rande. Das weiß ich. Gut. Einer muss es ja sagen, ihr seid da. Ja, sie fährt einen Umweg deswegen. Ist trotzdem immer noch ziemlich nah dran, ne? Ist klar. Ich weiß, dass das immer noch ziemlich nah dran ist. Du kannst einen Umweg fahren. Das wird sie auch tun. Ja, aber mindestens 5 Minuten habt ihr jetzt den gebraucht. Gibt es einen Grund, warum du gerade einen Umweg gefahren bist? Ja. Gang interner? Nein. Der guckt dich ein bisschen verwirrt an. Okay. Egal. Hier rein? Ja. Okay. Was hatte der? Genau, der hatte das. Jetzt hat er was anderes. Nee, doch nicht. Er sitzt halt da rum und mit seinem Tennisball schmeißt halt immer gegen die Wände. Hey. Hast du dich draufgesetzt und jetzt ist es irgendwie verrutscht? Ich habe mich draufgesetzt, es ist aber nichts verrutscht. Es ist alles da, wo es sein soll. Wäre ja auch gar nicht gegangen. Richtig. Ich verstehe das immer noch nicht, dass du diesen Schicki-Micki-Nano-Tattoo-Scheiß nimmst. Weißt du, dass du die Einzige bist, der ich Nano-Scheiße mache? Ja, ich weiß, dass ich die Einzige bin, der du Nano-Scheiße machst, aber das hat Gründe. Es hat Gründe. Ich finde es doch nicht so cool, dass ich mich damit zeigen kann. Ja, ich verstehe schon. Fick dich. Ihr habt euch lieb, hä? Ja, wir mögen uns. Wir kennen uns schon lang genug, damit ich das sagen darf. Sagt sie immer, aber eigentlich ist es nicht okay. Eigentlich verletzt es dich zutiefst, ich weiß. Denn du bist Künstler und die sind sensibel. Genau. Ja, oh. Aber trotzdem kommst du immer wieder zu mir, weil ich einfach... Der Beste bist. Nee, das... Doch. Wer sagt denn sowas? Ich hasse Leute, die sagen, irgendwas wäre das Beste. Das ist fast so schlimm wie Leute, die sagen, ich liebe Vanilleeis. Das ist so dumm. Jojo setzt sich hin und guckt ihm zu. Ne? Findest du auch? Okay. Ja, man kann ja immer was geben, was man noch ein bisschen mehr, oder der ein bisschen mehr kann. Genau. Gibt ja keinen Wettbewerb im Tätowieren, oder? Doch, ganz viele, aber ich nehme daran nicht teil, weil... Ich habe Angst zu verlieren. Außerdem ist das immer zu einem Thema und ich mag keine Themen. Also, wenn das Thema Haut wäre, würde ich damit klarkommen. Aber so... Nee. Also, was kann ich tun? Ihr beide wollt euch jeweils den Namen des anderen auf den Arm tätowieren lassen mit einem Herzchen und einem Pfeil. Und einem Anker. Hm. Oh ja, bitte mit dem Anker. Okay, also werden eure Herzen beschwert von einer ehernen Last. Soll der damit dann in den Anker, damit man sieht, dass ihr euch gegenseitig runterzieht? Muss ich darauf antworten? Naja, wenn es ordentlich werden soll, wäre schon wichtig, ne?
Ja, ich weiß, aber Nee, ich suche nur eine spezielle Art von Tattoo. Und sie sagte, du könntest dich eventuell damit auskennen. Nicht so wie die Leute in so Bodyshops, die ja keine Ahnung haben. so fürs das chinesische Zeichen für Mut. Sowas Spezielles oder was? Vorsicht, Nee. das wollten schon drei Leute bei ihm und er hat, glaube ich, einmal Suppe, Hähnchen und ich weiß gar nicht, was das letzte war, was er da drauf geschrieben hat. Nein, ich habe einfach Koreanisch genommen statt Chinesisch. Denn wenn er das seinen coolen chinesischen Zeug, Freunden zeigt, dann verhauen die den. Ah. Vielleicht. Weiß ich nicht. Du weißt schon, dass es Sprachsoftware gibt und man kann das dann übersetzen lassen mit seinem Comlink? Ja, aber die Leute, die sich chinesische Schriftzeichen tätowieren lassen, können sowas, glaube ich, nicht bedienen oder haben nicht das Geld dafür. Ich meine, wer macht denn Die kommen sowas? einfach nicht auf die Idee, Oh. das zu tun. Das auch. Okay. Also, speziell. Wie speziell? Ist es ungezogen? Nee, es ist, es soll nicht für alle sichtbar sein und ich meine jetzt nicht diese Nanokacke. Er grinst dabei so in Richtung Jojo. Sondern. Vorsicht, mein Freund. Er hat damit angefangen, nicht ich. Es soll nur in einem gewissen Infrarotspektrum sichtbar sein. Das ist doch schon wieder genauso schlimm. Ja, kann ich hier machen. Kostet ein bisschen mehr. Kannst natürlich, weil Infrarot jetzt nicht besonders farbmäßig, sagen wir mal, wird es eher nicht so abwechslungsreich. Das ist richtig. Ja, ne? Ich denke, ich könnte mir Rottöne vorstellen, zum Beispiel. Das würde gehen. Das ist irgendwie schon ziemlich geil. Ich mag Rottöne, Du kannst doch einfach. Pass auf, war schon mal jemand hier, der sowas hatte? Na klar, gibt es da ein paar Leute, die sowas haben wollen. Und Ich. hatte. Naja, also. Ich habe jetzt nicht die Infrarotlampe immer dabei. Es gab ein paar, die das haben wollten, ja. Und es gab ja, ein paar Mal musste ich es halt gucken, damit man nichts überzeichnet, quasi übertätowiert. Also, deine Frage, die Antwort, ja. Leute haben Infrarot-Tattoos. Sehr Okay. beliebt auch im Knast. Es So bei geht Zwergen und Trollen. um eine spezielle Art davon. Und zwar will ich eigentlich nur wissen, ob jemand hier war, der ein ganz bestimmtes hatte. Und wie das aussieht, muss er dir jetzt sagen. Es war rot, oder? Es war Ja. grün. Seltsamerweise war es grün. Also es war rot und es war eine etwas verschlungenere 5. Es ist, ne, in so einem Kreis quasi und Sie ja. macht dir gerade ein Zeichenpad auf. Mal auf. Ich male ihm das auf, ne, etwas in sich selbst verschlungenere 5, beziehungsweise in einem Kreis verschlungen. Ja, nicht so wirklich, ja, gerade Linien überall. So ungefähr. Ich bin jetzt nicht der beste Künstler. Müsste dann auf dem Unterarm sein. Auf dem Unterarm. Ich glaube, nee. Irgendwo anders schon mal gesehen? Also ich kenn's jetzt nur vom Unterarm her. Nee, auch nicht. Ich könnte, ein Kollege macht sehr viel mit Infrarotkrams. Ich könnte bei dem mal fragen und dann auch bei den ein, zwei anderen, die ich kenne. Bei mir nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich meine, es sieht jetzt halt nicht wirklich speziell aus, dass man sich denkt, boah, das werde ich mir merken. Also, ne? Aber ich glaube nicht. Pass Vor allem, weil auf. Unterarm für Infrarot immer eine dumme Stelle ist, meiner Ansicht nach. Wenn so jemand mal auftauchen sollte oder du Dann werde ich sagen, mitkriegst. hey, so ein Ork hat nach genau dem Tattoo gefragt. Melde dich doch mal bei ihm. Hier hast du seine Comlink-Nummer. Ja, das wirst du ganz bestimmt sagen. Das wäre sehr nett, wenn Das du es nicht wäre tun würdest. hervorragend,
wenn du mir dann irgendwie Bescheid geben könntest. Und es wäre hervorragend, wenn du irgendwie vielleicht das Band von der Überwachungskamera an dem Tag nicht wegwerfen würdest. Ja. Ich frag mal bei den anderen. Aber ja. Soll ich da jetzt sagen, dass es hauptsächlich so eine Zwergentrollsache ist, oder ist das jetzt nicht so beschränkt? Bei Infrarot, weiß schon, wie es läuft. Da sind auch nicht nur Trolle, da sind auch Orks und Menschen quasi. Okay. Von Elfen wüsste ich jetzt nicht, aber möglicherweise. Elfen haben keine Tattoos, ihre makellose Haut. Ne? Da tritt ja aus den Poren oft auch Milch aus. Das haben die nicht. Das, wüsste ich jetzt nicht, dass da Milch austritt, aber okay, ja, wenn du Ja, das doch, meinst. das ist so eine ganz süßliche, ein bisschen klebrige Milch. Das ist kein Schweiß. Ich zieh eine Augenbraue hoch. Ja, das ist auch ganz wichtig. Die müssen auch ihre Haut ein bisschen besser befeuchten mit dieser Milch als andere und ein bisschen schützen. Einfach auch, damit die Photosynthese besser klappt. Das waren diese drei. Wie hießen die? War das nicht so eine bestimmte? Trojaden, meinst du? Ja, Dryaden, genau. So Was für ein hießen Ding? die. Dryaden, das sind Waldelfen, quasi. Könnte man so sagen. Das ist irgendwie voll doppelt gemoppelt, ne? Ja, aber die sind noch irgendwie naturverbundener. Die Ja, kriegen es, noch, glaube ich, auch noch? nicht auf die. Die können es nicht auf die Reihe kriegen, in der Stadt zu leben. Die gehen hier drin kaputt. Die gehen dann ein, ja. Ja, quasi. Geil. Ich hab mal Ja, gehört, das. die haben so eine Art Blätter unter der Haut, also irgendwie wirklich mit Photosynthese. Was es nicht alles gibt. Ja, und dann sagt man zu uns Orks, wir wären hier die Grünhaute, weil wir, ne? Weil früher immer so dachte, die Orks wären grün. Ich habe noch nie zu einem Ork Grünhaut gesagt, aber ich hatte auch immer Angst, dass er mich dann verprügelt. Tja. Kannst du sehr gerne mal ausprobieren. Ich Ich meine, verprügel dich nicht. Trockfresse fiel schon manchmal, ne? Ist klar. Er ist ein Mensch, oder? Ja. Ja. Ja, das darfst du nur nicht dem Falschen sagen, ne? Also ich meine, wenn wir Trox uns gegenseitig Trox nennen, ist es okay, aber es ist Das ist so. so rassistisch, dass ihr das dürft und ich nicht. Das ist Rassismus. Ja, aber es gibt halt Leute, die sind nicht so cool wie ich. Ach so, du bist cool, das wusste ich nicht. Ja, Und deswegen sag ich gut. ja, also sag doch nichts zu dem Das sieht Falschen. man ihm nicht unbedingt an. Das ist, er glaubt das Ja, wirklich. Also, ne? es liegt an den Höckern und so. Dir würde so eine Die Zähne. Fliegersonnenbrille, so eine Pilotensonnenbrille, die machte dich cool. Überleg dir das mal. Ich meine, du kannst sie dir jetzt nicht in die Haare stecken, das ist ein Nachteil, aber du Das kannst deine glaube ich. Geheimratsecken damit abdecken. Vorsicht, hier versucht er jedem aufzuschwatzen. Das hat er bei mir auch schon probiert. Hey, 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 hey. Ich hab noch eine rumliegen, die ist genau deine Größe, wenn du Interesse hast. Ist 2 New Yen. Leider gerade nicht. Ah, aber sie würde echt, wenn du so hochsteckst, deine Wahrscheinlich, Geheimratsecken, ne? ne? So, die ich ja auch nicht habe, aber. Einfach gar keine Haare. Moment, jetzt muss ich noch mal kurz das Bild von Karban raussuchen. Gaban hat einfach gar keine Haare. Wisst ihr, was witzig ist, wenn man Troll Women Shadowrun eingibt, dann findet man auch Karbans Bild. Ja, okay, ja, tatsächlich keine Geheimratsecken. Die Stoppeln zeigen das nicht an. Ärgerlich. Sergej bleibt natürlich dabei. Natürlich bleibt er dabei. Ha, doch, er hat Geheimratsecken. Jetzt sehe ich's. Ha! Ha! Okay, irrelevant. Wo? Warte, ich gebe dir das Bild. Ich habe das Bild gerade offen. Also. Na, die. Da gibt es schon Andeutungen von so ganz kurz geschorenen Stoppelhaaren. Und da sieht man, wie sich rechts einfach da schon die Ecke reindrängt. Meinst du nicht eher, das ist eine Hautvertiefung? Ich glaube, das Schrägstrich. ist ganz, ganz schlechte Computerarbeit, aber das ist mir vollkommen egal. Meine Interpretation ist die Wahrheit. Ach so, natürlich, Gott wenn. ist groß. Dann habe ich die Ecke halt vergessen zu scheren wieder. Ach so, okay. Ja gut, dann keine Brille. Ich meine ja nur. Ich habe ja halt auch nicht so gut gerade fließend Wasser. Ich hätte noch einen Trockenrasierer. 4 Nuyen. Funktioniert Nein, häufiger, als man danke. denkt. Sag Okay. mal, hat irgendein Typ bei dir seinen Rucksack vergessen oder? Nee. War eine Kulturtasche. Ah.
Warum hat jemand eine Kulturtasche mit? Vielleicht, weil er unterwegs war. Ich habe aber eine Kulturtasche. Ach, die Leute müssen sich auch hier die Beine rasieren, wenn sie was auf die Beine haben wollen, wahrscheinlich. Frauen dürfen sowas vielleicht bei sich tragen. Wobei ich finde, dass das den Walk of Shame irgendwie auch zunichte macht. Und ich meine, der ist ja das Beste. Und Männer dürfen das nicht. Deswegen Da muss ich gibt es ja das auch keinen direkt auch Walk of verwarnen. Shame. Ja, genau. Sondern bei denen auch Fame. Na dann. Also genau, ich höre mich auf jeden Fall mal um. Supi, vielen, vielen Dank. Aber was ist mit diesem Ankerherz? Soll doch wieder der Name in das Herz? Nee, aber Nee. wenn du dich umhörst, mach das durchaus dezent, bitte. Ja, klar. Dankeschön. Gut, kein Ankerherz. Ich glaube, mit sowas könnte ich auch in den Bodyshop gehen, da brauche ich nicht zu dir kommen. Ja. Siehst du? Könntest du. Sonst würdest du dich die ganze Zeit nur wieder aufregen, dass du so einen Scheiß machen musst. Naja, ich könnte halt ein richtiges Herz machen, also ein anatomisch korrektes und nicht so ein Scheiß. Das ist richtig. Aus dem Das wäre Blut natürlich viel rausläuft und so. besser. Warum muss denn bei dir immer aus allem Blut rauslaufen? Langsam ist echt viel. Weißt du, Ja. dieses Kind und der Zombie, die waren ja noch okay, aber jetzt in der Zwischenzeit nur noch Geschnetzel und Was? Wo hab ich denn Ärsche. Geschnetzel auf dem Körper? Ja, die Tomate Ja, das sind Tomaten. und das andere. Und hier die Sache, das ist ganz viel. Nee. Dann diese Ghoul-Visage oder was das ist. Ja, okay. Aber das ist auch kein Geschnetzel, da ist nirgendwo Blut. Das Einzige, wo du mir mal Blut gemalt hast, war, als du mir den Aufkleber fürs Motorrad gemacht hast. Genau, das meine ich auch. Das Das da ist zusätzlich. Comicblut. Ich finde das sehr gewaltverherrlichend und bin damit nicht einverstanden. Seit wann bist du denn so friedfertig? Schon immer. Ach so, ich kann mich dran erinnern, das ist schon ein Weilchen her, aber das, als wir das letzte Mal zusammen Bier trinken waren, warst du derjenige, der die Kneipenschlägerei angefangen hat, nicht ich. Alter, der hat mich dumm angeguckt. Ich weiß, dass er dich dumm Was soll ich denn angeguckt machen? hat. Habt ihr jedenfalls gewonnen? Es gibt bei einer Kneipenschlägerei nur Gewinner, Mensch. Ich dachte, das weißt du. Also ich gehe da jedenfalls immer raus Der und. Typ hat uns am Ende ein Bier ausgegeben, das war schon okay. Oh, das läuft. Ja, also in Wirklichkeit war es so, dass ich mit seinem Credstick bezahlt habe. Aber er hat uns quasi ein Bier ausgegeben. Also, ja. Ja, er Aber hat ich habe uns. dir erzählt, Hallo. er hätte uns noch freiwillig ein Bier ausgegeben, weil du immer so eine bist, die unheimlich drauf steht, dass nach einer Schlägerei wieder alle Freunde sind. Aber das ist Das nicht immer ist so. nicht richtig. Ich, Doch, und du gehst doch immer davon aus, dass wenn man sich dann haut, dass dann wieder alles gut ist. Aber ich sag's dir nochmal, das ist halt eigentlich nicht so. Das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass du den Typen draußen noch richtig eine mitgegeben und ihm dann den Kratzig aus der Tasche genommen hast. Das habe ich nämlich gesehen. Also. Beobachtet dich. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Aber trotzdem gibt's bei der Gut. Kneipenschlägerei nur Gewinner. Mensch. Na klar. Ja. Ergibt ja auch Sinn. Denke ich doch auch. Okay, Alles klar. danke erstmal für die Infos und Wir sehen uns. genau. Na, noch konnte ich euch ja nicht helfen, aber. Vielleicht. Ja. Falls Unkosten auf mich zukommen, werde ich selbstverständlich das über meinen Anwalt dann regeln. Das ist Falls kein Unkosten auf Problem. dich zukommen, sagst du selbstverständlich nochmal Bescheid und dann fällt dein Trinkgeld beim nächsten Mal ein bisschen großzügiger aus. Also ich komme dann vielleicht nochmal vorbei, weil ich vergessen habe, dir dein Trinkgeld zu geben. Okay. Mach mal so. Gut. Sehr gut. Okay, dann. Oh. Tschüss, Nutte. Tschüss, Trollfresse. Adios, Trockenfresse, Muchacho. verzeih. Tschüss, Künstler. Hey! Das war nicht fair. Sorry. Raus! Raus aus meinem Laden! Leute, wie Lustiger. euch. Ich schließe die Tür quasi hinter mir. Sensibel wie eine Elfe. Jo, die hat lustiger Gesinn. einen Tennisball hinten an den Kopf. Au. Moment, nee, tut das wirklich so weh? Sie hat so viele Haare am Hinterkopf. Ich sag mal, ja.
Ich schmeiß zurück. Ja, sie wirft halt wie ein Mädchen. Was willst du machen? Man sieht es halt, dass sie auch wie ein Mädchen wirft. Ich hätte dich wirklich... werfen lassen sollen. Ja, du solltest, wir sollten dir das vielleicht mal beibringen. Was, werfen? Warum? Naja, wenn du mal was werfen solltest, was kein Tennisball ist, dann solltest du eventuell auch ankommen. Mimo an mich selbst, ich muss Wurfwaffen steigern. Verdammt. Weißt du was? Ich habe eine viel bessere Idee. Wir üben Jonglieren. Okay. Und dann kannst du einfach, ja, das ist, ich habe letztens mit einem Kumpel gequatscht, das war voll lustig. Die Idee war gut. Pass auf. Irgendwann, ne, kann man das bestimmt mal gewinnbringend nutzen. Und zwar, wenn du so als Künstler, also ne, so als Straßenkünstler oder was weiß ich nicht was, so mit Bälle jonglieren und Diabolo und die ganze Zeit diesen ganzen Scheiß halt Teller-Dinger und so weiter und so fort, ne? Fällt deine Observation nicht auf? Nein, nicht nur, sondern das sind auch Waffen, von denen keiner weiß, dass es Waffen sind. Oh, das ist bitter, das ist fies. Ich erinnere an mein Jojo, damit rechnet keiner und es hat mir schon oft den Arsch gerettet. Weil niemand damit rechnet, dass das Ding aus Metall ist, hart ist und einem echt gegen den Kopf fliegen kann. Und dass das im ersten Moment wehtut. Und die kleinen Extras. Aber sowas geht halt hervorragend. Kleine Extras? Ja. Die da wären? Das verrate ich dir nicht. Vielleicht brauche ich es nochmal irgendwann bei dir. Okay, ich hoffe, das ist nichts Böses. Nein, es tut nur weh. Toll. Aber es ist nicht schlimmer als Pfefferspray. Okay. Aber unangenehm, wenn es dir in die Augen kommt. Auf jeden Fall, wenn du dann, ne, dich irgendwo einschleichst, so auf den Kindergeburtstag oder was weiß ich nicht was, ne, weil du an die Eltern ran willst oder keine Ahnung, es war jetzt nur eine Idee. Oder auf irgendeiner Feier und die engagieren ja manchmal Leute, die dann da ein bisschen Theater machen und bla, ein bisschen Krams machen, so zur Unterhaltung der Gäste. Und solche Sachen. Und dann kann man sowas, glaube ich, echt mal bringen. Also das kann man nicht so oft machen, aber das ist mit Sicherheit, also es ist eigentlich echt cool, weil du damit A, ablenken kannst, B, einfach mal Waffen reinschmuggeln kannst, von denen keiner damit rechnet, nicht wirklich damit rechnet, dass es Waffen sind. Und, ne? Und ich glaube, so ein paar harte Jonglierbälle in deiner Hand sind tatsächlich mal eine Waffe, mit der man was anfangen kann. Besonders, wenn ich da noch was reinbaue. Oder wenn es dann, welche sind die, ne? Keine Ahnung, aber wenn die Spaß so in der Luft rein. Ja, aber wenn Konfetti. Die so in, ja, aber wenn die so in der Luft sind und was weiß ich nicht was, und dann kannst du da mal einfach ein bisschen Theater mitmachen, das ist bestimmt voll praktisch. Kabans harte Jonglierbälle sind auf jeden Fall eine Waffe. Aha. Balls of Steel. Und sein Kegel erst. Den wollte ich noch bringen, du warst so schnell. Sehr schön. Ich würde sagen, dann fahren wir doch mal gleich direkt zum Ausstatter dafür, oder? Brauchen wir nicht. Hast du welche da? Nee, aber wir brauchen nirgendwo hinfahren, weil da es gibt hier in der Nähe keinen Laden dafür. Die Leute haben alle keinen Spaß hier, ne? Aber ich weiß, wo man es kriegt. Ich hab ne Shopsoft für sowas. Haha. Oh, sehr gut. Ja, klar. Geburtstag shoppen? So ungefähr. Naja, auf jeden Fall, diese Teller, ne, die sind auch übelst witzig. Damit muss man zwar umgehen lernen, aber da kann man schon, also Klingen dran bauen und das ist schon, ne, so cool. Oder ein Frisbee. Das geht damit auch. Das ist zwar richtig scheiße, aber es funktioniert. Hey, hey, hey. Oder ein Diabolo, in das du mal gepflegt, ausfahrbaren Monodraht oder sowas reinbasteln kannst. Jetzt guckt ihr mich wirklich böse an. Also so komisch an, so, What? Das ist nicht mal meine Idee, das muss ich jetzt zugeben. Also das mit dem Teller und dem Frisbee schon, aber das mit dem Monodraht nicht. Böse Sachen mit Monodraht. Ja, ich weiß, dass das böse ist, aber das ist halt effektiv. Oder es muss nicht mal Monodraht sein, du kannst aber theoretisch auch sehr dünnen Draht einfach so nehmen, der einfach halt besser hält. Ja, damit kannst du sehr viele Leute sehr schnell die Luft um die Ecke bringen, richtig. Aber, naja.
Oder Keulen. Mit Keulen jonglieren ist schon, also eine Keule, ne? Oh ja, eine Keule kann auf jeden Fall Schmerzen verursachen. Oder Schmerz schlucken. Besonders, wenn so eine Keule irgendwie modifiziert ist. Ja, so Stacheln draußen oder so. Ja, zum Beispiel. Elektroschocks oben an der Kante. Ja. Na, die Idee war auch, dass du Schwertschlucker werden könntest, aber ich glaube, das ist dann doch nicht so gut. Nee. Wäre ich nicht so für Schwerte in meinem Magen. Ich weiß nicht. Ich habe so eine starke Verdauung. Na, ob die so stark ist? Nee. Also, zeitweise. Also ich meine, ich möchte da keine Minischwetter, ne, das brennt manchmal sowieso schon. Wenn du so eine starke Verdauung hättest, Kavan, dann würdest du nicht die Hälfte davon unverdaut wieder ausscheißen oder auskotzen. Kavan hat eine so starke Verdauung, dass die Nahrung, die hat solche Angst vor seinem Verdauungstrakt, dass sie sich halt so beeilt, Mensch. So genau. Musst du das sehen. So, ja, das gefällt mir besser. Angst. Na gut, auf jeden Fall. Ist die Idee gar nicht so dumm? Das stimmt. Das mit dem Tätowierer war auch super. Und sowas kann man nicht verzagen, Jojo fragen. Und mit sowas kann man bestimmt auch irgendwann mal Theater machen. Lass mal da hinten langfahren. Ah, okay. Schon wieder eine Umweg, ne? Ja. Guck dabei mal quasi auch ein bisschen aus dem Fenster. Was ist denn das für ein, was wir da umfahren? Umfahren wir das so grobräumig, so in irgendeine Gasse oder sowas? Das ist ein bestimmter Straßenzug, den wir da umfahren. Okay. Also ich glaube nichts, was dir was sagen sollte. Nee, das wird ihm gar nichts sagen. Aber er ist trotzdem interessiert daran, warum das so ist. Also ich als Spieler weiß das ja, warum. Aber ja. Ich habe euch ja zugehört. Okay, also... Wenn du willst, dann... Keine Ahnung. Was willst du jetzt machen? Der Plan für heute sah eigentlich vor, dass ich ein bisschen Kram organisiere und mir nach einer neuen Wohnung Ausschau halte und dann eventuell irgendwann später noch ein, zwei Bierchen trinke. Gut. Nach einer neuen Wohnung Ausschau halten, da kann ich dir vielleicht auch helfen. Es kommt drauf an, was du suchst. Also du hast mir ja schon gesagt, was du suchst. Ich weiß nicht, ob mir da jetzt auf die Schnelle was einfällt, aber ich könnte ein paar Leute fragen. Ja, es reicht ja, wenn wir da einen Raum haben, den wir ausbauen könnten, theoretisch. Ja. Wird nur teurer und mehr Arbeit. Ein Keller meinst du am besten, oder was? Ein Keller war noch... Was richtig cool wäre, wäre ein Keller und ein Garten. Na, einen Garten kannst du hier vergessen. Richtig. Also das Beste, was ich dir vielleicht anbieten kann, ist eine Dachterrasse oder so, oder ein Flachdach oder sowas. Dachterrasse. Aber in Dotztor gibt's einfach keine Gärten. Ja, mach ich halt ein Haus. Na, ein Flachdach ging halt vielleicht. Es muss natürlich ein stabiles Flachdach sein, weil wenn du einfach nur ein normales Flachdach hast und da Erde drauf kippst, dann wird's irgendwann einbrechen. Ja, das ist klar, das musst du halt, da muss man halt gucken, irgendwie ab und zur Note dann vielleicht ein bisschen verstärken, das geht schon. Aber, ja, und halt irgendwie eine Wanne oder irgendwas drauf, sonst ist irgendwann die Decke nass. Aber, na, wie gesagt, also Flachdach und... Hä? Ein Sonnenstudio. Ich weiß, ich komme sehr oft mit Sonnenstudios, ja? Aber Sonnenstudios haben tatsächlich UV-Licht. In der Tat. Also ich meine... Eins, was halt pleite gegangen ist oder was weiß ich, und da kannst du ja ein paar der UV-Lampen nehmen und umbauen und die kannst du noch verbessern, weil das ist Shadowrun und dann musst du dir nicht zwingend so hinsetzen, zum Beispiel aufs Dach, dass da echte Sonne rankommt. Du kannst natürlich immer noch Fenster und so, ist ja klar, aber dann hast du halt auch was zum Beispiel für den Winter, wo ja Sonne nicht so ist. Genau. Oder cool, zumindest kannst du dir das Equipment von dem Sonnenstudio holen. Das ist ein sehr guter Plan. Dann kann ich zu dir fahren und mich bei dir sonnen. Ja, das kannst du machen. Soll ich dir dann eine Sonnenbank intakt lassen? Ich brauche keine Sonnenbank. Es geht doch nicht um die Sonnenbank. Dann möchte ich bitte auf Gras liegen und die Höhensonne genießen. Die liegt dann im Bikini in deinem Garten und verschmutzt die ganzen guten Pflanzen. Der Garten geht, also ich will einen Garten haben, aber nicht unbedingt für Entspannung. Also es ist für mich Entspannung, aber ich dachte eigentlich eher so an Gemüse und Gewürze.
Ich lege mich auch zwischen Lavendel und Rosmarin. Ja, aber die Hydrokulturen könnten das eventuell nicht so gut verkraften, wenn du dich da reinlegst. Dann muss ich mir halt eine Liege über die Hydrokulturen stellen. Das klingt schon besser. Aber so mit Gras und anderem Unkraut ist da nicht viel. Unkraut, ehrlich. Wozu habe ich denn ein Hippieschwein auf. Habe ich denn ein Hippieschwein gebacken? Es gibt kein Unkraut. Es gibt nutzbare Pflanzen und es gibt halt unnutzbare Pflanzen. Und die unnutzbaren Pflanzen sind vielleicht schön. Sag das mal der aber Kuh, nicht unnutzbar. Die findet Gras sehr nützlich. Wer findet das schön? Eine Kuh. Ich habe aber keine Kuh. Die findet Gras sehr nützlich. Ich habe nur ein begrenztes Platzangebot und ich habe keine Kuh. Hätte ich eine Kuh, würde ich mir vielleicht auch Gras besorgen. Du willst bestimmt einfach nur was zum Umwühlen haben. Du brauchst eine Sule. Ja, nee. Ich würde gerne eine Aquakultur bzw. auch eine Nährbodenkultur einrichten. Um dann verwässerte Tomaten zu züchten, oder was? Wenn du eine vernünftige Aquakultur, die vernünftig machst, wird sie auch nicht verwässern. Ich habe keine Ahnung davon. Ich wollte nur einfach mein Klischee raushauen. Das ist kein Problem. Ich kann es dir beibringen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt lernen will, aber ich werde es vermutlich zwangsläufig lernen, wenn ich dir dabei helfe, diesen Raum zu basteln. Denn alleine kriegst du das sowieso nicht hin. Das ist wohl richtig. Auch ein bisschen kenne ich mich damit aus, aber es ist halt schwierig. Gut. Sowas. Gerade die Aquakulturen, die richtige Höhe und dann die ganzen Rohrleitungen. Oh Gott. Und ich brauche sauberes Wasser dafür. Also, mit Aquakulturen kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich müsste dann nur genau wissen, was du wie brauchst. Und dann kann ich dir mit Sicherheit was kredenzen. Aber die Rohre trägst du nach oben. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut. Du folgst jedem meiner Befehle. Ich glaube nicht. Ich werde überlegen, bei jedem deiner Befehle, ob ich es ihm befolge oder nicht. Sie werden allesamt nützlich sein. Ja, für dich oder für mich? Na, willst du deine Hydrokultur bauen? Wenn ich sage, halt das Rohr, dann hältst du das Rohr. Dann fragst du allenfalls, wie hoch soll ich es halten? Und ich sage dir, 1,53 Meter über dem Boden. Du bist ein kleiner Despot, hm? Ja. So. Sollten wir dann nicht erst vorher eine Wohnung finden? Alle großen Herrscher waren klein. Wenn du das sagst. Ist so. Gab's da nicht mal hier diesen Karl der Große? Oder? Der hieß nur so. Napoleon war klein. Stalin war klein. Was? Moment. Hättest halt Hitler und Cäsar gehabt und nimmst einfach Stalin, der tatsächlich nicht ganz klein war. Wie groß war der? War der nicht 1,80 oder so? War der, ja, ne? Der war halt zumindest nicht klein. Ja, okay. War Stalin nicht behaupten. Der... Ja, okay, dann Cäsar. Okay, Cäsar. Boah, das geht ja noch weiter zurück. Ja, puh. Das war der Römer, oder? Ja. Ja. Der war klein? Ja. Okay. Das weiß ich, wusste ich nicht. Ist egal. Ich wollte nur mein Argument untermauern. Ist mir gelungen, du guckst verwirrt. Ja, hatte nicht so viel Geschichtsunterricht. Ich auch nicht. Deswegen bin ich ja froh, wenn ich sowas dann noch weiß. Aber, vor allen Dingen, weil ich Geschichte mal gehasst habe. Egal, so. Da waren wir gar nicht stehen geblieben. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? Aber es gab über Cäsar sehr coole Filme. Das stimmt. Daher kenne ich die. Die haben ganz Rom auch gefackelt. Oh nee, das war hier nie. Das war Nero. Stimmt. Aber der Film war gut. So. Ach genau, Wohnung wolltest du noch gucken. Genau. Nein,
eins war Chitento russisch viel. Hey, nam sia vodku, aham ja tento stil. Najviac sa mi najviac páči tento ruský štýl. Auf dem Rockharz, ja, am ersten Abend habe ich gesagt, okay, wir sitzen jetzt alle drei ein bisschen entspannt zusammen. Wollt ihr in der nächsten Folge die Sache mit den Söldnern und Kaban-Stuff ausspielen und das dann irgendwie langfristig in Angriff nehmen oder das mit der Hackerin? Dann haben die sich geeinigt auf, ah, das mit den Söldnern wäre schon ganz witzig, aber die Hackerin ist erstmal wichtiger und logischer, machen wir das. Alles klar. Fand ich gut, weil das für mich auch relativ einfach ist. Das ist nämlich was ich relativ easy kann. Irgendwie so, ne? Dann kommen die an, als wir das gespielt haben und so, oh, dann, ja, ich hab gerade so einen Tattoo-Guy, Alter. Geh mal einfach hin und fragen den. Easy. So. Bedeutet also, als Spieler kannst du dich auf nichts verlassen. Wenigstens konnte ich das irgendwie abwürgen und die haben dann nicht noch weiter versucht, was in die Richtung zu machen, weil sonst, also, keine Ahnung, was ich... Improvisation ist, muss man, also, du weißt schon, also hätte ich da auch einfach... Ich war auf die Hackerin vorbereitet, dreckigen kleinen Bastard. Aber wie auch immer, die nächste Folge ist auch noch Geburtstag. Ja, und dann wird der halt so gefeiert, wie man sich das vorstellen kann. Nicht? Ansonsten für alles Rechtliche einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Die Musik ist von German Shepherd. Das ist das Lied Russian Style auf dem Album Great Style, gefunden auf Yamendo. Link ist auch unten. Und ja, auf Wiedersehen und grüßt die Nachbarn.